Was ist denn das für ein Mädchen, deine neue Verehrerin? Was macht sie denn so? Wo kommt sie denn her? Ich glaube, sie kommt aus dem Norden. Aus Finnland. Aus einer Schuhfabrik. Sie ist den halben Weg hierher zu Fuß gegangen, weil sie nichts besaß und auf der Suche nach ihrem Traumprinzen war. Nur einen Rucksack voller schwedischer Schuhe. Und hat sich als blinder Passagier auf einem Handelsschiff versteckt. Aber sie ist vom Kapitän in ihrem Versteck entdeckt worden. Und musste für die nächsten 2 Jahre auf dem Schiff Kartoffel schälen. Und das Deck schrubben. Schließlich konnte sie hier im Hafen fliehen. Als der Kapitän mit seiner Lieferung beschäftigt war und vergessen hat, ihre Kajüte zu versperren. Und seitdem lebt sie hier im Hafen. Hat 2 Kinder bekommen. Hat geheiratet. Und ab und zu denkt sie noch an Finnland, an die Schuhfabrik. Aber sie war seitdem nicht mehr dort, war immer nur hier im Hafen.